Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei König Niklot im Königreich Mecklenburg-Pommern. Wir haben Niklot das letzte Mal verlassen in einer nicht ganz einfachen Situation. Ihr erinnert euch sicherlich, und zwar wurde er angegriffen, mal wieder vom Heiligen Römischen Reich. Und das bedeutet immer eine gefährliche Situation. Es ist mal wieder ein Religionskrieg, aber das Ganze diesmal etwas anders, denn es war nicht Kaiser Ernst III., der begriffsstutzige Kaiser selbst, sondern seine Frau. Und das ist ein bisschen komplizierte Situation. Ich vermute mal sogar, dass seine Frau Kaiserin Agnieszka sowieso die Fäden zieht im Reich. Diese also ist gleichzeitig auch Herzogin von Oberschlesien und Niederschlesien, relativ mächtig, im Königreich Polen. Und die hat diesen Religionskrieg eigentlich begonnen. Und zwar geht es um unser Herzogtum Großpolen mit Leszek an der Spitze. Die hat ihren Mann überredet und damit ist das Heilige Römische Reich auch mit im Krieg. Es droht eine wirkliche Übermacht, aber wir konnten zwei große Schlachten glücklich für uns gewinnen. Und im Moment sieht die Sache ganz gut aus, gar nicht so schlecht aus. Truppenmäßig auf jeden Fall 16.000 gegen 10.000. Aber das täuscht ein bisschen, denn unsere hohen Zahlen kommen vor allem auch durch unsere Verbündete, die Königin von Bjarmaland, die sich jetzt hier gerade auf dem Weg befindet. Blöderweise verhält sie sich so ungeschickt, dass sie hier kaum Versorgung hat. Ich fürchte, diese Truppen werden uns nicht sehr viel helfen. Vielleicht nur ein bisschen zur Ablenkung. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir eine große Söldnerarmee, die Freilanzen von Brandeis oder Brandeis, so heißt vermutlich der Hauptmann. Ne, der Hauptmann heißt Sulichlav. Naja, wie auch immer, die Gegend heißt Brandeis. Die haben wir rekrutiert und ja, die stehen uns noch ein bisschen zur Verfügung, noch so anderthalb Jahre, vielleicht knapp zwei Jahre und helfen uns hier. Das Problem ist allerdings das Geld, die Einnahmen, die wir nicht haben, sondern wir haben hohe Ausgaben. Und ihr seht, mit diesen Ausgaben werden wir diesen Krieg noch etwa 10 Monate führen können. Und das bedeutet, wir müssen unsere gesamte Strategie ein bisschen darauf ausrichten, dass wir in den nächsten 10 Monaten die entscheidenden Kriegspunkte bekommen, den entscheidenden Schlag dem Gegner versetzen. Ob wir damit einen wirklichen Sieg erreichen oder ob wir mit einem weißen Frieden rausgehen, das weiß ich noch nicht. Ich vermute mal eher Letzteres, aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein paar andere außenpolitisch interessante Sachen eingehen. Als erstes, es gibt gleichzeitig einen Krieg des Heiligen Römischen Reiches gegen Sachsen zur Rückeroberung. Das sieht auch gut aus für das Reich, auch wenn das Reich jetzt mit ihren Truppen hier bei uns beschäftigt ist. 8000 gegen 439 glaube ich nicht, dass die Sachsen in irgendeiner Weise zurückkehren werden. Ich denke, Sachsen wird wieder Teil des Reiches werden. Das ist das Erste. Das Nächste ist, dass es gleichzeitig einen Krieg gibt unseres Herzogs von Großpolen, dem guten alten Leszek. Der greift Polen an. Und das ist jetzt so ein bisschen kompliziert. Und da geht es nämlich als Ziel um das Herzogtum Niederschlesien, was wiederum das Herzogtum der Kaiserin ist. Allerdings ist die Kaiserin perfiderweise in diesem Krieg gar nicht richtig beteiligt. Und das sieht truppenmäßig ganz gut für unsere Seite aus. Denn er hat Verbündete, Herzog Leszek II. Von Seeland und Graf Kasimir ist mit dabei. Und Polen selbst hat eigentlich gar nicht mehr viele Truppen, sondern die Herzogin Kundo von York ist mit drin. Ob die ihre 4000 Mann hier wirklich rüberbringt, das werden wir sehen. Ich habe erst mal angeguckt, sie hat ihre Tochter an Richard the Reading verlobt, die Prinzessin Alicia, oder verheiratet. Daher stammt dieses Bündnis. Also, die fuhrwerken hier in der Gegend auch noch rum und das ist sehr verwirrend, weil, das will ich gleich nochmal ankündigen, die Wappen des Herzogtums von Großpolen, die identischen sind wie die vom Königreich von Polen. Also, da weiß man nie, was so richtig Phase ist. So, dann gibt es noch einen Krieg. Unser Sohn und Erbe, der hat sich ein bisschen überschätzt, Prinz Jaromar, auch der hat Polen angegriffen. Hier seht ihr, 2700 hat die Königin nur. Und zwar geht es um Plock, die Grafschaft. Das ist das Heiligtum. Vielleicht hat er es auch mit dem Hintergrund angegriffen. Leider hat er irgendwie mehrere Schlachten verloren und nur noch 96 Männer bei sich. Das wird er vermutlich nicht gewinnen. So, das ist vielleicht erstmal der Stand der Dinge, was hier noch nebenbei passiert. Hier oben tobt auch noch ein Krieg zwischen Schweden und Estland. Auch das ist ganz interessant. Aber wir kommen jetzt mal zu unserem Thema. Wir brauchen Geld. Es gab da einen ganz guten Hinweis, den ich gerne noch berücksichtige. Und eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war. Und war beim Ratsmarschall gibt es ja die Möglichkeit, Befehlshaber ausbilden. Das habe ich bisher immer unter der Perspektive Ausbildung gesehen. Aber
Hier ist es tatsächlich so, das reduziert den Kriegsfolgunterhalt. Und das ist sogar relevant, wenn man einen guten Marschall hat. Ihr seht jetzt minus 23%. Und das werden wir machen. Das kann einiges bedeuten. Wir haben auch noch einen Gefangenen, für den wir Lösegeld bekommen können. Das werden wir mal machen. 10 Gold. So, das ist erst das, was wir fürs Geld machen. Die Veränderung sehen wir erst im nächsten Monat. Gucken wir mal, was das bedeutet. Jetzt zur Strategie. Also sagen wir mal, wir haben vielleicht noch 10, 12 Monate Zeit. Ich denke, wichtig ist, dass wir die nahegelegene Hauptstadt der Kriegsführerin angreifen, das Herzogtum Oberschlesien bzw. Oppeln. Das ist in Reichweite. Und wir sollten hier diese Provinzen befreien, weil das Teil des Kriegsziels des Gegners ist. Vielleicht auch hier. Hier ist nämlich noch eine andere Kriegsbeteiligte mit dabei, die habe ich noch gar nicht erwähnt, die Herzogin Anna von Kujawien. Vielleicht können wir zum Beispiel hier erobern und die Herzogin selbst gefangen nehmen. Das sollte einiges an Gold bringen. Das ist so ein bisschen der Weg. Und dementsprechend werden wir die Truppen jetzt aufteilen. Und zwar folgendes: Die Freilanzen, die schicken wir hier hin. Dann haben wir unsere Belagerungsarmee. Das ist diese hier unter Tschibor Gamrat. Die wird hierhin geschickt, um die Hauptstadt zu belagern. Sie werden da leider einmal Verluste hinnehmen müssen, aber aufgrund des Zeitdruckes werde ich das machen. Und dann haben wir die Armee noch. Und hier mache ich jetzt mal Folgendes. Hier will ich mal was abspalten. Und hier schicke ich nämlich nur eine kleine Armee hin, die ohne Anführer diese Belagerung erledigen soll. Und zwar reine Aufgebote werden dort mitgesendet. Ich würde mal sagen, diese und diese. Das sollte meines Erachtens reichen für eine Belagerung. Wir werden das sehen. Ich meine, wir können da auch Befehlshaber mitnehmen. Ist ja auch kein Problem. Vielleicht haben wir sogar einen, der Belagerung gut kann. Manchmal gibt es Leute hier. Belagerungsphasenzeit. Das könnte uns helfen. Also du kriegst eine Sonderaufgabe und ziehst dorthin. So, und der Rest dieser ersten Armee, die wird in unserer Nähe bleiben und was anderes belagern. Ich würde sagen, das hier. Ja, das haben wir auch schon zum Ziel gemacht. Okay, wer marschiert denn da noch hin? Was ist das denn für eine Geschichte? Das hat, glaube ich, nichts mit uns zu tun, oder? Hoffe ich zumindest. Das ist, glaube ich, der Gegner. So, dann hätten wir das soweit erledigt und können weiterlaufen lassen und gucken mal, wie das alles seinen Gang jetzt geht. Okay, Lösegeld ist akzeptiert. Die 10 Gold haben wir. Sind wir im nächsten Monat schon? Nee, sind wir noch nicht. 13,3 hat sich schon reduziert, weiß gar nicht warum. Okay, die Truppen erreichen jetzt ihre Orte. Hier oben tobt jetzt eine größere Schlacht. Das ist das Königreich Polen gegen das Herzogtum. Und unsere Seite ist hier überlegen und wird diese Schlacht gewinnen gegen das Königreich Polen. Ja, hat jetzt nichts unmittelbar mit unserem Krieg zu tun, aber ist natürlich trotzdem nett. So, und hier kommt schon der Gegner. Oh, was passiert hier gerade? Irgendwer ist gestorben, so wie es aussieht. Ah, warte mal. Ist Königin Akelina gestorben? Okay. Unsere Bündnispartnerin, die sich jetzt gerade hier befindet, die ist gestorben. Woran denn? Erlag ihren Verletzungen. Ich glaube, sie hat ihr Heer selber geführt. Sie war eine ganz gute oder sehr gute Kriegerin. So, das Bündnis ist aber erneuert, denn Thorsten Frille ist. Oh, da hat sich was geteilt. Sehe ich gerade, oder? Ist König von Samien geworden. Okay, das ist aber ein kleiner König. Naja, gut, immerhin. Wir könnten ihn jetzt sogar rufen mit seinen 344 Mann. Wisst ihr was? Wir machen das auch. Wobei, da müssen wir was ausgeben, oder? Nee, weil es ein Religionskrieg ist, glaube ich nicht. Kostet uns, glaube ich, nicht. Dann rufen wir ihn mal in den Krieg. Unseren Schwiegersohn. Und Bjarmaland ist ansonsten hier intakt. Und das Bündnis sollte also auch geblieben sein. Der neue Bündnispartner ist König Jatne, 40 Jahre alt, zornig, ehrlich, gefühllos, ein Glaubenskrieger, das passt, dass er mit uns kämpft, und ein Schwertmeister, ein guter Ritter. Gott, seine Frau sieht ja böse aus. Was ist denn mit der los? Hässlich ist sie. Und reizbar. Ich erwähne mit hässlich, das haben sie irgendwie ganz gut hinbekommen. Okay, gut. Dann bleiben wir mal hier und
schauen zu, wie die Belagerungen laufen. Ah, okay, alles klar. Aquilina ist gestorben. Wir hatten sie beeinflusst, sehe ich gerade. Und König Thorsten, Schwiegersohn Thorsten, kommt mit in den Krieg. Mit seinen 300 Männern. Mal gucken. So, das Entscheidende ist aber jetzt, dass das Reich wieder mit den Truppen da ist. 2800. Können die bedrohlich werden für uns? Vielleicht für die Söldner. Wir müssen beobachten, wo sie hinziehen. Im Zweifel ziehen wir die wieder ab und unterstützen eine unserer Armeen. Ist ja kein Problem. Da kommen die nächsten 2300. Okay. Ja, Leute, es hilft nichts. Wir müssen hier auf Nummer sicher gehen. Na, warte mal. Ich lasse mal hier eine Belagerungsarmee zurück und ziehe hier hin. Das müsste reichen gegen die. Und, wo ziehen sie hin? Sie ziehen nicht zu uns. Okay. Hier kämpft Bjarmaland. Hat gewonnen. Zieht dann aber weg. Die müssen sich erstmal dringend versorgen. Das kriegen sie irgendwie nicht gebacken. So, was macht da? Die sind erstmal noch... Kommen jetzt gerade an zur Belagerung. Warum hat er eigentlich die guten Truppen da gelassen? Naja, der wird schon wissen, was er tut. Wir bleiben mal hier zur Sicherheit stehen und beobachten weiter, was die Reichsarmeen tun. Entscheidend ist diese Belagerung, die ganz gut vorankommt. Wie lange sagt er uns jetzt? Er sagt uns 2 Monate. Das ist doch gut. Übrigens, wir sehen, wie das reduziert ist. Von 15 auf 10. Das ist wirklich enorm. Das heißt, wir können noch 13 Monate Krieg führen. Und ich hoffe, dass die Zeit reicht. Da kommt die nächste Schlacht, Bjarmaland. Ja, schaut euch das an. Minus 34 für das Königreich, weil... Nee, was ist hier? Weil der Gegner so ein wahnsinniger Befehlshaber ist. Ich dachte, wegen der Versorgung, das ist aber gar nicht das größte Problem. Oha. Okay. Hauptmann Ottbert von der Hansegarde. Ah, sie haben auch Söldner sich geholt. So, die stehen jetzt erstmal und gucken, was passiert. Und jetzt könnte es kritisch werden. Jetzt ziehen sie in unsere Richtung. Pass auf, wir werden die 2900 Mann hier hinbringen. Von dort können wir überall eingreifen. Möglicherweise müssen wir die Söldner dort auch noch wieder abziehen. Da beginnt jetzt die Belagerung. Läuft die auch erfolgreich? Wartet mal. Boah, 9 Monate dauert die allerdings. Okay. So, was macht das Reich? Sie ziehen hier unten hin, so wie es aussieht. Reichen 7000 Mann gegen 5500? Oder müssen wir die Söldner mit dazu bekommen? Wir riskieren mal, dass es reicht. Sie greifen tatsächlich an. Kommen wir rechtzeitig? Kommt ein bisschen später die Verstärkung. 5500 Mann. Nee, die sind noch gar nicht da, der Gegner. Ja, insofern wissen wir noch gar nicht, ob sie kommen. Dann können wir auch erstmal hier bleiben. Das muss jetzt gut beobachtet werden. Ja, sie kommen. Und sie teilen sich sogar auf. Okay. Wow. Aber das kriegen wir noch hin. Wir werden alles hier konzentrieren. Sollen sie sich von mir aus aufteilen? Lassen wir das mal so laufen. Es wird hier zur Schlacht kommen. So, die Schlacht sieht gut für uns aus, was die Vorteile erstmal betrifft. Und 2900 Mann sind ja noch unterwegs. Das müsste laufen. Ja, 7000 gegen 2100 mit dem besseren Befehlshaber. Hervorragend. So, jetzt aber kurz gucken, was hier passiert. König Walter hat einen Krieg verloren. Ja. Schweden hat diesen Krieg erwartungsgemäß gegen Estland gewonnen, wird damit noch stärker. Wir kehren aber zurück zur Schlacht von Oppeln. Die werden uns hier, glaube ich, nicht angreifen. Die können da weiter belagern. Läuft eigentlich alles. Okay. Wir kämpfen gut. Kann man nicht meckern. Die Schlacht haben wir gewonnen. Hervorragend. Die Belagerung kann weitergehen. Ein Nachbarschaftskrieg ist entschieden und zwar, haha, Sachsen ist jetzt wieder Teil des Reiches. Aber was ist das denn? Da gibt es noch einen Rest Sachsen da oben. Okay, die haben nur das Herzogtum insgesamt, weil das vermutlich de jure was anderes ist. Was ist denn das de jure? Ah, de jure gehört das zu Friesland und zu Holstein. Deswegen ist dort Sachsen übrig geblieben. Das ist natürlich auch lustig. Alles klar. Okay, damit hatten wir gerechnet. Die Belagerung läuft. Bjarmaland ist in unserer Nähe. Auch nicht schlecht.
immer noch nicht gut versorgt, immer noch ganz beschissen versorgt. Darben schon, die haben gar nichts mehr. Also, wie die so kämpfen wollen, weiß ich nur auch nicht. Was ist das hier für eine Armee, die da stehen bleibt? Was ist das? Die Armee von Brünn? Oder bleibt die da gar nicht stehen? Das ist unsere Armee. Ich sehe gerade nicht durch. Das ist unsere Armee, alles klar. Das war... Sehen wir so läppisch aus mit solchen Leinenhemden? Das finde ich ja nicht so schick. Da müssen wir mal was tun. Wir sind unter Belagerung. Wo sind wir unter Belagerung? Ach, 21 Mann. Da brauchst du uns doch nicht für belästigen. So, hier stehen aber 4500 Mann. Und die sehen allerdings auch gefährlich aus. Was ist denn mit denen los? Die sehen deutlich schicker aus. Naja, wir wollen jetzt mal nicht auf solche Kriterien achten. Immerhin belagern wir hier erfolgreich und nicht der Gegner. Dann nützt ihnen die schöne Uniform gar nichts. Sollten wir vielleicht die zweite Armee wieder abziehen? Diese 2500 Mann. Ich denke ja, die kriegen... Na, warum zieht ihr denn komplett? Leute, ich habe doch die 2500 ausgewählt. Ich verstehe das nicht. Manchmal ist das wirklich merkwürdig. Müssen wir das so machen? Geht mal weg hier. Okay, der Gegner weiß nicht, was er tun soll. Das ist schon mal gut. Die Byama-Länder auch nicht. Aber wir haben gleich die Hauptstadt. Und wir haben noch 10, 11 Monate Zeit, diesen Krieg zu führen. Das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt entscheiden sie sich zu marschieren. Jetzt ist die Frage, mit 7000 Mann können sie schon unangenehm werden. Wir stehen aber hier kurz vor dem Durchbruch bei den Belagerungen. Ich ziehe die Armee tatsächlich wieder hier hin. Zur Sicherung. Da oben dauert das noch ein bisschen. Oh, oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt interessant. Leider verlieren wir Truppen wieder durch den Einmarsch. Nicht so gut. Halt! Sie trennen sich wieder auf. Sehr gut. Und wir haben es, wir haben es, wir haben es. Das gibt uns einen Kriegsstand von 26%. Und wir haben auch, naja, zumindest eine Dame hier gefangen genommen. Ein Gast. Und 23 Gold immerhin gewonnen. Auch das gibt uns wieder mehr Zeit. Okay. Kurzer Zwischenstand mal. Jagd werden wir nicht veranstalten. Schlacht von Oppeln liegt schon ein bisschen zurück. Wir gucken mal, was wir hier kriegen für Anastasia. Gar nichts. Dann wird sie auch erstmal nicht entlassen. Das war also noch nicht von Erfolg gekrönt. Okay, ich schaue mal ganz kurz den Kriegsstand an. Weißer Friede. Wie sieht es hier aus? Sie würden tatsächlich den Weißen Frieden schon annehmen. Na, das ist doch schon mal ein erster Teilerfolg. Wir können aber noch weiter kämpfen, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt das Klügste? Wo können wir am besten kämpfen? Hier kriegen wir eine Flussüberschreitung. Hier sollten wir gar nicht kämpfen. Können wir die Armee noch anhalten? Nein, die ist jetzt erstmal dort mit verbunden. Dann würde ich sagen, marschieren wir aber hier schon mal. Oder wir warten mal ab, was der Gegner macht. Das ist vielleicht das Klügste. Ah, er geht zurück. Er geht zurück. Gott, was ist denn hier alles los? Oh, ich sehe hier auch sind... Oh, das ist schlecht. Hier sind Reichstruppen in der Nähe, die uns auch gefährlich werden können. Was treiben die denn dort? Möglicherweise wollten die zu unserer Hauptstadt marschieren. Die können Probleme bereiten. Die könnten die Armee natürlich jetzt hier angehen. Die Belagerung dauert noch 5 Monate. Gerade ein bisschen unschlüssig, wie wir vorgehen sollten. Hier haben wir Hügel. Das Blöde ist, wenn wir dort angegriffen werden, hat der Verteidiger einen Vorteil. Das müssen wir vielleicht nicht unbedingt provozieren. Dann würde ich sagen, werden wir einfach diese ganzen Burgen jetzt belagern, um weiter Kriegsstand zu generieren und möglichst hier nah beieinander bleiben. Warten erstmal, bis die wegmarschiert sind, dann sehen wir weiter. Und wir müssen die im Blick behalten. Nicht, dass unsere 1100 Mann dort aufgerieben werden. Wir haben aber auch gleich die nächsten. So, die sind jetzt erstmal weg. Das heißt, die 4000 nehmen wir, ziehen hier hin. Die 2700 ziehen dorthin. Vielleicht versuchen sie auch die Hauptstadt wieder zurückzuerobern. Dann müssen wir einfach zurückgehen. Das ist dann einfach so. Herzogin Anna, 21 Mann. Okay. Wir haben
die nächste erobert, ne? Aber das hat uns wirklich keinen Kriegsstand gebracht. Ernsthaft? Na gut. Wenn dem so ist, dann ist dem wohl so. Hier kriegen wir leider wieder Probleme. Vielleicht warten wir mal ab, bevor wir da reinziehen, bis diese Belagerung zu Ende ist. Dann müssten wir dort versorgt werden. Das spart uns ein paar Leute. Da kommen 3800 Mann. Okay. Okay. Was passiert jetzt? Sie ziehen uns entgegen, aber jetzt haben wir erstmal was anderes. Die Karte. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einem hochwohlgeborenen Fürsten in Perlen und Seide gemacht hat. Das kennen wir, glaube ich, schon. Ne? Karte des Geländes. Ja, wir sind aber treuherzig, das passt schon. Danke, dass ihr mir davon Kenntnis gesetzt. Wir sind wachsamer, das hilft. So, aber wir müssen hier kurz anhalten, denn der Gegner bewegt sich. Die wollen vermutlich die Hauptstadt zurückerobern. Das müssen wir verhindern. Die Frage ist, sind wir eher zurück als er? Vielleicht können wir die Söldner da direkt mal hinziehen. Weil sonst haben wir hier den Überquerungsmalus. Wisst ihr was? Ich glaube, wir brechen das hier ab. Das ist alles ein bisschen zu heikel, was wir hier gerade machen. Gegner ist nicht geschlagen. Durchdachte Diplomatie. Meine Ratskanzlerin Herzogin Kati hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag mit Graf von Volodymyr falsch ist. Der ist aber für uns relevant. So, die ziehen vorbei, die trauen sich nicht. Ehrlich gesagt, traue ich mich aber auch nicht im Moment in eine ganz große Schlacht hier hinein, weil wir hier noch diese Belagerung haben. Wenn wir die Truppen frei hätten, dann könnten wir vielleicht agieren. Brodelnde Wut. Ja, ihr seid König, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Der grundlose Wutausbruch meines Vasallens Matilda kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, sie hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber ein solches Verhalten. Wer ist das denn? Die hat doch überhaupt nichts zu sagen. Was ist denn mit der? Ach, das ist die Frau von Hans. Hans, unserem ehemaligen Bauernanführer. Die pöbelt uns hier an, die Alte. Hm. Dass sogar sie Probleme hat, das beruhigt mich ungemein. Aber unser Niklot nimmt es ganz gelassen. So, 7000 Mann marschieren dorthin. Sollen sie? Okay, es wäre schon schön, wenn wir die große Armee noch einmal schlagen könnten. Das würde uns schon gut was bringen, kriegsstandmäßig. Jetzt gucken wir mal, können wir das vielleicht? Ah, ohne die 2500 Mann will ich das nicht wagen. Sie hat sich aber jetzt aufgeteilt. Wir ziehen mal hier hin. Aber da ist ein Fluss, ne? Man sieht das durch die Grenze, sehr unschön. Wir ziehen mal hier hin, sagen wir es mal so. Noch besser. Und warten, bis das Ding da zu Ende ist. So, ja, tatsächlich. Wir kontrollieren wieder was. Wir sind bei 34%. Haben auch wieder Gold bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier... Ach, das waren nur 600 Leute. Stimmt, das war ja Bjarmaland noch. Die hatte ich irgendwie mit einberechnet bei unserer Truppe. Das ist natürlich dämlich. Kommt, wir ziehen jetzt mal unsere Leute hier zusammen. Wir versuchen jetzt eine Entscheidungsschlacht hinzukriegen. Wenn wir dann das noch befreien, dann müsste der Sieg eigentlich in unserer Hand sein. Ja. Ja. Da würde es jetzt zur Schlacht kommen. Ihr geht auch noch mit rein. Ah, sie kneifen. Sie kneifen. Können wir hinterherziehen? Wir können, aber wir stellen sie dort nicht zur Schlacht. Ah, es sind schon 8300. Es wird unangenehmer, aber Bjarmaland ist natürlich auch noch bei uns. Wir müssen jetzt hier gut taktieren. Ist da oben die Gefahr immer noch nicht bereinigt, weil da jetzt 2000 Mann in diese Richtung ziehen. Dabei habt ihr es doch gleich. Oh mein Gott, 14 Tage noch.
oder 10 Tage. 4000 Mann sogar. Oh, der Gegner wird wieder stärker. Der Gegner wird wieder stärker. Okay, hier kommt es jetzt zur Schlacht. Hier kommt es jetzt zur Schlacht und die Frage ist, wann sind die jetzt da? Sehen wir das? 19. September. Wir sind am 7. hier da. Ja. Komm, wir riskieren es. Ja. Wir gehen da mal mit rein jetzt. Das wird jetzt die Entscheidungsschlacht. Aber das... Nein, Leute, das kann nicht wahr sein. Noch 2 Tage. Oh mein Gott. Wie lange brauchen die hier? Wo sehe ich das? Ich sehe es gar nicht. Bitte, bitte. Ja, ja, ja. Haha. Sehr gut. 42%. Jetzt müssen wir aber schnell verschwinden. Ich fürchte bloß, sie können das schnell wieder zurückerobern, ne? Aber wir hauen erstmal ab. Das ist jetzt wichtig. So, diese Schlacht wird jetzt hier wesentlich sein für den Kriegsausgang. So. Noch sind die 4700 nicht da. Die Schlacht von Oppeln erneut. Allerdings minus 8 für unsere Seite, weil der Gegner einen besseren Anführer hat. Aber das wird sich hoffentlich gleich ändern. Da müsste noch ein besserer reinkommen. Ja! Oder? Noch nicht. Ach, er bleibt Anführer. Ah, verdammt. Das ist natürlich ein Ärgernis. Okay, das heißt, wir müssen mit zahlenmäßiger Überlegenheit hier punkten. Uiuiuiui. Das wird eine legendäre große Schlacht werden. Na gut, genießen wir sie. Das sieht jetzt ganz gut aus. Sehr, sehr schön. Lebus steht jetzt leider wieder unter Belagerung. Ach, dass der da nochmal 4000 Männer anbringt. Egal, wenn wir diese Schlacht gewinnen, dann gibt das sehr, sehr viel Kriegsstand. Außerdem reduziert es unsere Unterhaltskosten, wenn ich mal so zynisch sein darf. Ja, sie ist gewonnen. Das war großartig. Außerdem haben wir noch einen Herzog gefangen genommen. Das wird uns auch noch helfen. Schauen wir uns mal die Schlachtdetails an. 1300, 2800 auf ihrer Seite. Und gab es großartige Verletzungen. Einmal ein Bürgermeister verwundet. Hier, keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Das sind Biarma-Länder. Und 1, 2, 3, 4, 5 Tote. Und zwar auch richtig gute Leute. Aber was ist denn das? Achso, das sind die Toten insgesamt. Das ist sein Kampfgeschick. 28. Ja, Leute, ein Sieg. Ein Sieg, der uns 50% Kriegsstand gewährt. Noch nicht 100. Wir haben aber weiter Zeit gewonnen. 10, 11 Monate können wir weiter kämpfen. Ich guck mal zu den Gefangenen. Herzog Volta. Wie gut kämpft er eigentlich? Nee, das ist eigentlich kein relevanter Mann. Was hat der denn für Pickel? Oh mein Gott, der ist einäugig. Blattern hat er. Den wollen wir gar nicht im Gefängnis behalten. Aber er gibt uns kein Lösegeld. Wir kriegen im Moment kein Lösegeld. Auch dort nicht. Schade. Dann bleiben sie dann doch im Gefängnis. Gut. Das heißt, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch ein bisschen weiter taktieren, um hier bestehen zu können. Am besten sollten wir jetzt zusehen, hier möglichst viel zu belagern. Ja, oder vielleicht die Armee dort oben schlagen. Wir werden es erleben in der nächsten Folge zusammen. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.